hier zu geben. Dankeschön, dein 20 Spitz. Andreas Rudi, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Auch um eine Apokalypse auf jeden Fall. Nur nicht um Infizierte, sondern um so andere Monster. Aber mit den Kryptobioten, die du gebracht hast, das ist ja schon am Ende von dem Game. Und mit etwas Glück braucht es nur ein paar weitere, um sie wieder auf die Beine zu bringen. Und ich bin Daryl, Alter. Gut gemacht, Sir. Genau, ich bin Norman Reedus. Aber dem Spiel Sam Porter Bridges. Die warten auf dich am Strand. Ich schwör's dir, Bro, Alter, genau. Ey, sei mal froh, Mann. Die ganzen Straßen, die ich gebaut habe, die wirst alle du auch nutzen können, Alter. Und alles andere, was ich auch gebaut habe. Sam! Du bist zurück. Das war sicher eine harte Reise. Vor allem ganz allein. Ach, easy. Aber jetzt ist das gesamte Team wieder beisammen. Das ganze Team. Die Hartmann auch. Es waren zu viele Reisen zu Stränden und zurück in der kurzen Zeit. Chirale Materie hat ihre Zellen kontaminiert und eine Art Jetlag auf Molekularebene verursacht. Das brachte ihre homöostatischen Mechanismen durcheinander. Keine Sorge, sie ist nicht in Gefahr, aber sie braucht etwas Ruhe. Na, jetzt kommen die letzten drei Kapitel. Also wo ist der Direktor? Er wird in einem anderen Raum. Also ich habe auf jeden Fall 100 Stunden zu viel reingesteckt. Bridges Personal hat ihn Man kann das in 40 Stunden so durchspielen. Ähnlich wie bei deiner Rückkehr von Cliffs Strand. Einfach 150 Stunden. Selbst nach der Dekontamination brauchte sie mehr und mehr Zeit, um sich zu erholen. Du hast es geschafft. Hungry. Danke. Anscheinend brauchst du mich doch. Wer hätte das gedacht? Tickt. Habe ich recht? Sam ist hier. Der große Lieferant. Der einzige, der Amelies Strand erreichen kann. Du bist nicht in der Verfassung dafür. Das ist weder gut für dich, noch für Sam. Bei meiner eigenen Suche nach Amelies Strand habe ich etwas Außergewöhnliches bemerkt. Wenn man Strände mit einem Multiversum vergleicht, existiert ihre wohl auf einer höheren Ebene als unsere. Ich kann die Strände anderer Leute betreten, aber ihre ist unerreichbar für mich. Er ist unsichtbar, unzugänglich. Selbst für Fragile, fürchte ich. Stellt es euch mal wie einen Blutkreislauf vor, ja? Jeder unserer Strände bildet eine einzelne Kapillare. Aber Amelies Strand ist das Herz, das das Blut zum Rest von uns pumpt. Kapillare sind dem größeren Ganzen untergeordnet. Dieses Ganze wird vom Herzen reguliert, das die Richtung vorgibt. Es regelt den Fluss. Es regelt alles. Kontrolliert alles. Versteht ihr nicht? Sie hat die Kontrolle. Du schaffst es vielleicht, gegen die Flussrichtung zu reisen und sie zu erreichen. Aber wenn du das tust und sie dich dann nicht gehen lassen will, dich bei sich behalten will, kann sie das. Fragile und die Hartmann sind von ihrem Strand entkommen, oder? Ich schätze, das hat sich so ähnlich abgespielt wie bei dir. Ich bin nicht entkommen, weil ich es wollte. Ich wurde gezwungen, zur Wiederkehr sozusagen, von ihr.
Gezwungen. Warum? Aber Andreas, das wird das Ende sein. Es ist nur eine Theorie, aber... Ich hab geguckt, dass jetzt... Sie will viel, viel Story sie will, noch. Dass du zu ihr kommst. Die letzten drei Episoden. Das ist ihr letzter Wunsch, meinst du nicht? Das ist das. Hm? Amelie ist die Ehe und das ist ihr Endspiel. Nochmal zur Sicherheit. Wenn ich die letzte Strandung aufhalten und heil zurückkommen will, muss ich zu ihrem Strand reisen und sie umstimmen. Stimmt das schon? Genau. So klischeehaft es klingt. Du bist unsere einzige Hoffnung. Aber dass du Erfolg haben wirst, glaube ich kaum. Wenn du sie nicht zur Vernunft bringen kannst, musst du sie töten. Und wenn du sie tötest... Rettest du die Welt, bist aber außerhalb von ihr gestrandet. Für immer. Oh, Time Warp. Vielen lieben Dank für deinen Raid. Danke, 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 danke. Herzlich willkommen. Dann machen wir es doch offiziell. Bist du bereit, das Paket zuzustellen? Richtig jetzt? Ja, Mann, klappt doch. Ich rede mit dir. Vielleicht hört sie zu. Angesichts des Zustands der Welt. Warte mal, Bro, wir sind nur das Unvermeidliche. Am Ende ist es gerade so. Wenn wir so Zeit gewinnen, um etwas Besseres zu schaffen, das Leben nochmal anzupacken. Zumindest kurz. Das Ende. Da fällt mir genau eine Frau ein, die so eine Chance genutzt hat. Nichts währt ewig. Nicht einmal die Welt. Aber wir erhalten sie, solange wir können, oder? Wir flicken die Löcher, tauschen die Teile aus und so weiter. Damit wir sagen können, dass wir es versucht haben, gelebt haben. Ich dachte, du behandelst Sachen nicht gerne vorsichtig. Weil es hart genug für mich war, überhaupt klarzukommen. Damals, als wir uns in der Höhle begegneten, lebte ich einfach von Tag zu Tag. Amerika war mir egal, genau wie die Zukunft. Ich lebte eine Lüge, hatte mich verrannt. Ich war im Arsch. Aber irgendwann begann ich, mich zu verändern. Ich lernte Leute kennen, die mir zeigten, dass vielleicht doch nicht alles schlecht war. Boah, ich finde, die Story ist eigentlich ganz gut. Leute, die an die Zukunft glaubten. Man muss sich nur auf das Spiel einlassen und dran gewöhnen, aber ich habe das echt geschlagen haben und auf die Hoffnung warteten. Ich bin, glaube ich, schon bei über 150 Stunden gerade. Also muss ich liefern. Um ihretwillen. Auch wenn du vielleicht nicht zurückkommst. Nein, glaub nicht, ich habe mich richtig in dieses Spiel vertieft, ey. Ich bin doch so oder so am Arsch. Ich hab geflucht, ich hab gelacht, Alter. So, sorry, Bro, Alter. Sorry, sorry. Warte mal, was meinst du hier? Ich hab mich gewundert, Mann. Die Schaltung ist ziemlich smooth. Das war das letzte Mal, wo ich mich beschweren konnte. Dann tut's mir leid für deine 10 Euro, Bro. Östlich von Portmore City gibt es keine aktive Todmutter. Das Kleine hat genug geleistet. Es reicht. Alles klar. Ich werde mein Bestes geben, um es gesund zu pflegen. Ich bin auch schon gut lange dabei. Ich bin jetzt bei 7 Stunden. Also. Ich dachte, ich streame heute ein bisschen, so 2-3 Stunden, weil ich noch krank bin. Ey, das muss jetzt aber das Ende sein. Guckt euch das mal an. Das ist so von episch alles. Ethnisch? Nein, episch. Okay, konzentrier dich. Such mit mir nach Amelie. Greif nach ihr, Sam. Spür sie.
Ich weiß, dass du sie liebst. Du liebst sie. Jetzt müsste aber der Endfight kommen gegen Amelie. Müsste aber gegen die kämpfen, Mann. Bossfights gehabt, ey. Sam. Da bist du ja. Ich habe mich gewundert, ne? Du hast Ray gespielt in dieser Company. Scheiße, Bro, ey. Ja, das schaffst du schon mal. Pixel. Hoffentlich hat es wenigstens einen schönen Stream gehabt. Und hast du Stray durchgekriegt? Das soll ja auch nicht so lange sein. Ray ist auf jeden Fall auch auf meiner langen Liste der Games, die ich irgendwann mal spielen werde. Naja, genau, das soll nicht so lang sein. Ist doch auch Prin 20, habe ich gesehen. Sam, Sam Strand. Sam im Bikini. Wer ist jetzt noch vor die stille Stimme aus dem Off? Noch da, Bro? Ja, ich bin noch da, Bro. Das war ich kämpfe gerade bloß hier gegen, Alter, so eine mutierte Lubu, Alter. Hau ihn weg, die Luven. Welcome back, Bro. Kannst nicht schlafen, Mann. Kev. In der Amelie. Guck mal, ja, ey, aber so optisch sieht das zu heftig. Was guckt ihr das mal an? Die ganzen toten Walen, die Blut. Hab's schon mal gespielt. Gab bloß eine Chance. Achso, Dings hier, Spray? Du hast mir das auch empfohlen. Also viele Leute haben das schon gezockt mittlerweile. Wie gesagt, muss das sehr gut sein. Da setzt er sich einfach hin. Ja, Bro, Mann, das Ende. Es ist das Ende, aber das ist ganz schön lange zum. Setzt er sich hin? Achso, das gehört dazu. Ich glaub schon, Alter. Digga, die Grafik ist, ey, so heftig, Mann. Ich glaube, das ist eins der schönsten Spiele auf der PlayStation, kann das sein? Heftigst. Da kommt mir vielleicht noch ein bisschen vor. Die letzte Strafe. Jojo, Faisy, der Zocker hat Boulogne. Jetzt chillt im DC. Amelie. Du kommst zu spät. Ach, du weißt, heutzutage Dings hier. Wird alles fortgesetzt. Deine Stimme. Du weißt immer noch nicht, wer ich bin, oder? Wer bist du? Sam. Hier, Bro, bis gleich. Ich wusste, du kommst zurück.
Nein, nein, nein. Oh, Sam, hör mir zu. Also, du wusstest, was bei mir passiert, dass du das sagst. Oh, ich denke mal, die meisten sind eingepennt, ne? Ich liebe dich, Sam. Ich werde am Strand auf dich warten. Also, Belle ist doch da, Time Moose ist jetzt dazugekommen. Seitdem warte ich. Daisy steht hier noch, Andreas ist da. Auf dich, genau hier. Hier, Lavenda, also Lisa ist wahrscheinlich auch da. Marie ist auch da. Du solltest mich aufhalten. All das aufhalten. Stop. Julia ist schon wieder nein. weg. Nein! Oh nein. Bridget? Methode. Ja. Ich bin Sam. Oh, sorry, du bist voll in die Sequenz rein. Wo ist Amelie? Wo sie immer war. Nirgendwo. Meine Tochter Samantha America Strand existiert nicht. Amelie existiert nicht. Nicht in deiner Welt. Tut mir leid, Sam. Ich musste so lange eine Maske tragen. Amelie und Bridget sind beide ein Teil von mir. Was soll das bedeuten? Ruhig, dann sag ich's dir. Jetzt ist keine Zeit für Fragen. Hör zu. Hör einfach zu. Ja, es gibt's einfach nur... Sorry. Verstehst du, Sam? Amelie und Bridget, das sind bloß Namen. Ich bin eine Extinktionsentität. Oh, also, gut im Arsch auf jeden Fall, Mann. Ich freue mich auf jeden Fall auch. Angesichts dieses Wissens hast du... Morgen noch zu chillen, Mann. Zwei Möglichkeiten. Voll das Brennen im Brustkorb, Mann. Oh, das tut auch viel weh. Ist erschossen zu werden, Lisa. Ich hier mein Gesicht tut voll weh, so, Mann. Wenn es hier passierte, kämst du nicht zurück. Du würdest direkt ins Jenseits gehen. Kopfschmerzen. Aber nein. Das ist keine davon. Dich zu töten wäre ein schrecklicher Fehler. Das weiß ich am allerbesten. Danke dir, Brudi. Die letzte Strandung hat bereits begonnen. Eine Fuge hat sich gebildet an meinem Strand und den Stränden aller Seelen in Amerika. Und schon bald wird sie von hier aus von einer Flut aus Antimaterie überschwemmt. Blitzartig wird diese Welt verschwinden. Von ich glaube, dann hört sie nichts, glaube ich. Einem das weit wegmachen. Ich glaube, dann ist die Distanz vom Mund zu. Das. Bringt uns zu deiner ersten Möglichkeit. Hört ihr mich noch? Nichts tun. Okay, wenn ihr mich gut hört. Bleib hier bei mir. Und erlebe mit mir das Ende. Ich soll einfach zusehen. Zusammen. Mit mir. Bis die letzte Flamme erlischt. Klingt nicht so schlecht, oder? Es ist ja nicht so, als ob die Welt noch viel Zeit hätte. Dann ist da die zweite Möglichkeit. Indem du das Netzwerk erweitert hast, hast du die Menschen und ihre Strände zusammengeführt und in ein größeres Ganzes integriert. Wie dieses Kipu. Aber dadurch... Hast du sie auch an meinen Strand gebunden? Den Strand, an dem ich die Tore zur anderen Seite geöffnet habe. Du kannst es nicht aufhalten. Aber wenn du mich und meinen Strand abtrennst, kannst du vielleicht die Ausbreitung verhindern. Vielleicht verhinderst du so die letzte Strandung. Und die Menschheit stirbt ein anderes Mal. Dann muss es hier nicht enden.
Aber das tut es. Der Strand ist dem Untergang geweiht. Das sieht man auf einen Blick. Deshalb müssen wir unsere Verbindung kappen. Und das war's. Er hat es gar nicht gemerkt, Kevin. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte nur, ob er es selber merkt. Manche Dinge sind unausweichlich. Das sechste Aussterben findet statt, ob heute oder morgen. Du kannst entweder in Würde sterben, kurz, schmerzlos, blitzschnell, oder im vollen Bewusstsein dessen, was dich erwartet, vergeblich kämpfen. Das sind die Möglichkeiten. Du hast ihn die ganze Zeit behalten. Vielleicht hast du noch eine Chance, diesen Albtraum zu beenden. Du hast die Welt zusammengeführt. Du hast das Recht zu entscheiden. Zieh am Seil oder schneide die Schlinge ab. Aber was du auch tust, zögere nicht. Ich bin bereit, Sam Strand. Entscheide dich. Warte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Nach all dem, wie könntest du es nicht? Was willst du machen? Willst du bitten? Zügeln, Alter. Ich bin für dich da. Immer. So wie du für mich. Sein. Wenn du groß bist, brauchst du ihn, um uns wieder zu vereinen. Und wenn die Zeit reif ist, musst du mich aufhalten. Du bist der Einzige, der das kann. Du musst dich daran erinnern. Sam, ich warte auf dich am Strand. Ich erinnere mich. Du wusstest es. Die ganze Zeit. Irgendwie schon, irgendwie nicht. Ich hatte so viele Träume von der Zukunft. Ich wusste nicht, welchen ich trauen konnte. Deshalb beschloss ich, dich und die anderen an ihnen teilhaben zu lassen. Aber um die Punkte zu verbinden, um alles zu verstehen, braucht man ein Gesamtbild. Man braucht Zeit. Zeit ist für mich bedeutungslos. Ich bin keine Linie. Ich bin ein einzelner Punkt. Darum konnte ich euch immer nur Möglichkeiten aufzeigen und musste euch entscheiden lassen. Unsere Albträume sind deine Träume? Ja. Du hast den roten Faden gefunden, den Strang, der sie verbindet. Und du hast das auf die einzig mögliche Art getan. Das Leben Tag für Tag zu leben. Vielen Dank, Sam. Ja, es hat positive und negative Sachen. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Aber sie spielt noch eine Rolle. Bande zwischen den Menschen haben die Welt zusammengebracht.
Und wenn dir das am wichtigsten ist, dann bleibe ich hier an diesem Strand. Dann sperre ich mich hier ein und den Rest von euch aus. Dich einsperren? Ach, komm schon. Sobald die letzte Strandung begonnen hat, lässt sie sich nicht mehr aufhalten. Ich kann nicht mitkommen. Ich kann bloß versuchen, euch das Schlimmste zu ersparen. Warum musst du am Strand bleiben? Sam, ich bin der Strand. Und ich muss hier bleiben und sicherstellen, dass das Aussterben stattfindet. Selbst wenn es Zehntausende oder Hunderttausende von Jahren dauert. Alleine. So machen wir EEs das. Hätte ich einfach meinen Job erledigt, wäre all das nicht passiert. Aber ich konnte es nicht mehr ertragen. Das Warten hat mich zermürbt. Und ich dachte, niemand wäre mir böse, wenn ich einfach alles beenden würde. Also tat ich es. Klingt schrecklich. Oder Bro, Alter, das ist schwierig zu erklären. Aber ich wollte sowieso mal alle Cutscenes rausschneiden, zusammenschneiden und vielleicht mal auch ein bisschen. Ihr seid verbunden. Und auch wenn euer Ende bevorstehen mag, es gibt immer noch Hoffnung. Auch nicht alles genau verstanden, bin ich ganz ehrlich, Alter. Ich regenerierte das Leben. Es schlug zurück. Schön aus, ne, Marie? Entwickelte sich, um zu überleben. Das Aussterben ist nicht bloß ein Ende. Es ist deine Chance. Und wenn ich den Preis dafür zahlen muss, das Opfer sein muss, dann soll es so sein. Selbst wenn wir nicht zusammen sind, sind wir immer verbunden. Lass los, Mann. Leb wohl, Sam. Er ist wieder nackt. Er hat viel angefangen. Hört ihr nicht wirklich gut zu durchgehen, wenn das Mikrofon so weit weg ist? Ja, Bro, richtig, Mann. Nice, Bro, also bitte. 2 Sterne fehlen mir noch, oder was? Nee, 1 Stern fehlt mir. Wer? Auf seinem Oberschenkel. Davon kommt aber auch ein Film, Bro. Weiß nicht, ob er dann direkt auf Netflix rauskommt oder wie das erscheinen wird oder ob er ins Kino kommt. Auf jeden kommt ein Film davon. Seht ihr? Komm. Schau mal. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Aber sie spielt noch eine Rolle. Frag ich mich auch gerade. Der Absprung? Troy Baker. Der Sprecher und Schauspieler von... Meint ihr, Norman Reedus wird sich selbst spielen?
Er macht einfach Bam, er spielt einfach so den Gegner an. Weiß ich nicht. Eine Map kennt gar nichts. Danke, Andrea. Vielen Dank. Ich dachte, du bekommst Pferd. Sei still, dann sag ich's dir. Jetzt ist keine Zeit für Fragen. Als du jung warst, hattest du oft Albträume. Du hast die ganze Zeit geweint. In Wirklichkeit waren das nicht deine Träume, sondern meine. Seit ich mich erinnern kann, träumte ich vom Strand. Nicht nur im Schlaf, auch wenn ich wach war. In meinen Träumen sah ich die Welt untergehen. So viele Male. Zahllose Aussterben, die das Leben auf diesem Planeten dezimierten. Wieder und wieder und wieder. Zuerst verstand ich nicht, was ich da sah oder warum. Und das war nicht das Schlimmste. Ich hatte andere, schlimmere Träume. Träume von Tod und Zerstörung. Von einem nahenden Massensterben. Wie diesem. Und immer war ich es, die das Ende brachte. Die letzte Strandung auslöste. Wie heute geschehen. Digga, das ist mir voll zu hoch, so mit der Geschichte. Ich hab's voll nicht gecheckt und. Das ist ganz ehrlich. Trotzdem mega Game, aber ich hab die Geschichte auf jeden Fall nicht gereilt. Ein paar Sachen davon habe ich verstanden, aber voll die Sachen habe ich absolut null verstanden. Da muss ich auch nicht hin, auf jeden Fall. Die erste Operation. Ich war erst 20. Ich öffnete die Augen und war plötzlich am Strand. Sehr, sehr gerne, Bruder. Aber als ich zu Bewusstsein kam, lag ich wieder im Krankenhausbett. Ich existierte gleichzeitig in zwei Welten. Bridget, mein Haar, in der da. Amelie, mein Car, in dieser. Irgendwie konnten wir beide koexistieren. Beide.
Bald klaffte ein Altersunterschied zwischen uns. Nur Bridgets Körper alterte, während Amelie am Strand jung blieb. Also dachte ich mir eine Geschichte aus. Ich erzählte, Amelie wäre meine Tochter. Eine Tochter mit gesundheitlichen Problemen und ohne Vater. Sieh her. Amelie. Am. Ist Französisch für Seele. Eine erfundene Seele. Es gab keine Amelie. Nur mich und den Strand. Anfangs hielt ich es für einen Fluch. Aber später dachte ich mir, vielleicht kann ich es nutzen. Ich versuchte, mehr über den Strand herauszufinden. Denn der Strand musste der Schlüssel zur Deutung meiner Zukunftsvisionen sein. Ich muss den Strand einfach langlaufen und gebe mir dann eine Geschichte. Oder weiterlaufen, dann wahrscheinlich kommt die nächste. Die Erklärung von ihm. Setz dich gleich einmal wieder hin. Ja, sag. Vielleicht geht's in die andere Richtung. Unglaublich, ich habe echt Best Training durchgesprungen. Halt. Digga, einfach 150 Cent. Zeig dir sicher die Spielzeit an. Yashi. Ich begriff, dass der Strand mit der Welt der Toten verbunden war. Also musste jenseits von ihm das Gedächtnis der Zeit selbst liegen. Mitsamt der Erinnerungen aller Organismen, die je lebten. 4,6 Milliarden Jahre biologischer Geschichte, die vielleicht bis zur Schöpfung des Universums selbst zurückreichte. Das chirale Netzwerk und alles, was folgte, entstand bei meiner Jagd nach diesem Wissen. Indem wir Daten über den Strand leiteten, umgingen wir die Einschränkungen der Zeit. Simulationen, die Jahre gedauert hätten, ließen sich mühelos durchführen. Alles, was die Erde verloren und vergessen hatte, ließ sich wiederherstellen und zurückholen. Doch kurz nach Beginn unserer Forschung erlebte Amerika den ersten Leeresturz. Ich dachte, mir liefe die Zeit davon, dass meine Albträume Wirklichkeit würden. Deshalb wollte ich das chirale Netzwerk schnellstmöglich vollenden. Die Vergangenheit barg alle Antworten. Ich musste sie nur irgendwie zusammensetzen. Ein Netzwerk, das unsere Welt mit dem Strand verband, hielt ich für eine mögliche Lösung. Also begann ich, Bridge Babies zu erforschen, an die Welt der Toten gefesselte Kinder. Was lässt eine Extinktionsentität entstehen? Eine EI ist Grund, das, Bro. Was war der Grund für die vorherigen 5 Massenaussterben? Mit den Antworten auf diese Fragen wollte ich das 6. aufhalten. Ich gründete Bridges. Die Explosionsidentität. Denn je ein chirales Netzwerk aufzubauen, das ganz Amerika abdeckt.
Doch je länger ich meinen Krieg gegen das Unvermeidliche führte, desto schwächer wurde ich. Mein Haar hatte Krebs. Vielleicht bestrafte mich der Strand so dafür, dass ich keine brave kleine IE war. Und dann, von jetzt auf gleich, war mein Haar fort. Ich konnte nicht beenden, was ich begonnen hatte. Also bat ich dich, es für mich zu tun. Und das hast du. Du hast uns geholfen, das Netzwerk zu vollenden und alles zurückzuerlangen, was das Universum von seinem Beginn bis jetzt erlebt hat. Alle Rätsel ließen sich lösen. So wie dieses. Einst gab es eine Explosion. Ne, es wird gleich. Es wird jetzt wahrscheinlich alles nochmal weiter erklärt. Allerdings. Wie hier ist auf jeden Fall alles, alle drei Personen gewesen. All die Materie und Antimaterie hätte sich aufheben und nichts hinterlassen sollen. Doch irgendwie überstand. Ich glaube, er ist der Sohn von diesem Typen. Und diesen, um diese Welt Cliff, und alles in ihr zu erschaffen. Den er gekämpft hat. Eine Welt, die nicht sein soll. Ich glaube, Sam war das BB von diesem Cliff gewesen. Dem Chaos. Der Sohn. Alles, was lebt, muss zwangsläufig sterben. Als ob das Universum versucht, uns so in das verstanden Nichts zurückzuschleudern, aus dem wir kommen. Vielleicht waren die großen fünf seine Versuche, uns auszuschalten. Aber irgendwie hat das Leben sie immer überlebt. Gerade so genug. Genug, um dem Willen des Kosmos trotzen zu können. Weißt du? Das Aussterben könnte auch der Schlüssel dazu sein, die völlige Vernichtung zu überstehen. Es zwingt das Leben, ums Überleben zu kämpfen, durchzuhalten, zu existieren. Deshalb erneuerten die großen fünf das Leben letztendlich, anstatt es auszulöschen. Und aus der Asche der Toten erheben sich die Lebenden. Stärker und weiser. Die Erben der Überreste der Existenz selbst. Sie trotzen dem Universum und weigern sich aufzugeben. Sie sagen, wir fangen gerade erst an. Das Aussterben ist auch eine Chance. Wahrscheinlich wieder zurücklaufen. Ja, normal, ich habe das Spiel durchgespielt, Alter. Ich würde es beenden, Alter. Also ich bin jetzt hier am Ende gerade. Ich sag das schon sehr lange, ne? Nein, ich bin Mittwoch erst wieder da mit Red Dead Redemption. Ne? Bin ja noch krank, die zwei Tage erhole ich mich. Ich habe jetzt sowieso Stream für die zwei Tage, dann erhole ich mich noch ein bisschen. Die zwei Tage wird wahrscheinlich Phasey für euch da sein. Oh, sorry. Oh. Ich wollte das gar nicht so lange machen. Ich wollte das eigentlich noch so auf zwei Streams aufteilen. Dann habe ich gedacht, ey, so lange kann das ja gar nicht mehr sein. An jenem Tag zweimal ab. Ich wusste sofort, ich hatte einen Fehler gemacht. Ich fand deinen Strand und suchte dich überall. Sam. Da bist du ja. Jetzt kommt das, die Geschichte über ihn. Vater. Yeah.
Willst du nach Hause? Gehen wir nach Hause. Ich wollte dich vom Tod befreien, ein für alle Mal. Alles gut. Ich kenne den Weg. Doch dadurch habe ich das fundamentale Gleichgewicht zwischen Leben und Tod gestört. Ich wollte dich doch bloß retten. Gute Nacht, liebe Julia. Schlaf gut und träum was schön. Ich dachte, du bist schon längst im Bett, Alter. Eingeschlafen. Ich bin eine Extinktionsentität. Extinktionsentität ist doch ganz einfach. Aber in dem Moment wurdest du Teil dieses Schicksals. Du wurdest ein Wiederkehrer. Und Dooms übertrug meine Albträume auf andere auf der ganzen Welt. Ich habe dich und alle anderen mit Dooms hier hineingezogen. Kurz darauf kam der gestrandete Tod. Die Toten krallten sich an unsere Welt. Und über meinen Strand kamen GDs, fraßen sie und verursachten weitere leere Stürze. So nahm die Welt beschleunigten Kurs auf ihren Untergang. Es war meine Pflicht, mich zu opfern, zu warten und zuzusehen, wie es vom Strand aus begann. Das oder die letzte Strandung beschleunigen und damit den Tod. Angesichts dieser beiden Optionen wählte ich das schnelle Ende. Um die letzte Strandung auszulösen, brauchte ich dich, einen Teil von mir. Auch hier. Ich könnte das Aussterben bezeugen, vervollständigt durch dich.
jetzt ist die Mucke vorbei. Das jetzt muss wieder was passieren. Nee, Bro, das war's noch nicht. Hundertprozentig kommt noch was. Der wollte nur unseren Abspann erstmal und der wollte diesen Song wahrscheinlich erstmal präsentieren. Wisst ihr? Der würde das niemals so zu Ende gehen lassen. Eine Pistole hilft dir hier nicht. Aber sie spielt noch eine Rolle. Kommt ja auch, wurde jetzt gezeigt. Der ist Stranded. Wie, das ist wirklich das Ende jetzt gewesen? Wir haben jetzt einen Trailer rausgehauen von dem zweiten Teil schon. Jetzt aus der... Hör zu, Sam. Ich habe dich und Cliff wieder zusammengeführt. Ich wollte, dass du etwas verstehst. Du warst nicht allein. Ja, ey, Bro, jetzt hast du es so allein. Gut, Mann. Verstehst du es nicht, Sam? Wir haben uns auch jetzt noch eine größere gekauft. Ja, so eine habe ich mir jetzt auch gut, so eine große. Sport ich eine 4,5 Liter, glaube ich. Aber die benutzen wir noch nicht. Die ist erst, wenn Ran und ich eine eigene Wohnung haben. Aber ich muss sie jetzt... Voll geil, Bro, meine beste Entscheidung, ich schwör's dir. Ich habe meine erste damals einfach so bei Aldi mitgenommen. Gib nicht auf. Du bist noch verbunden. Die ist so gut, Mann, wirklich. Bro, du wirst die nur noch benutzen. Alles ohne Fett großartig. Das ist so geil einfach. Ich schmeiß da einfach alles rein. Gerade so Pommes sind auch voll chillig, da reinzuschmeißen. Hab dich! Meist ehrlich, so mal rein visuell, ne? Schon so ein geiles Spiel, Alter. Ich sag, ich bin so auf den Film gespannt. Jeder ihn wird, Alter. War noch ein paar heftige Bossfights auch, muss ich sagen. So fett. Der Stelzbock, Alter, lass mich in Ruhe. Dank, Sam, Trophäe erhalten.